Hallo Handballfreunde, herzlich willkommen zum HBF-Magazin. Der Kampf um die deutsche Meisterschaft hat begonnen und wir zeigen euch wieder alle Spiele. Heute die Viertelfinal-Auftaktpartien vom Wochenende, die schon im Vorfeld spannende Duelle erwarten ließen. Los geht es mit der Partie zwischen dem 8. und dem 1., also zwischen der HSG Blomberg-Lippe und dem Thüringer HC. Die Hinrundenpartie in heimischer Halle hatte Blomberg lediglich mit 26-27 verloren und das Duell in der Rückrunde auch nur mit 33-35. Grund genug also für die Blombergerin, Hoffnung für die jetzigen K.O.-Spiele zu schöpfen. Darüber hinaus hatten sie in beiden Hauptrundenpartien nie alle Spielerinnen an Deck und wollten nun erstmals mit vollem Kader auflaufen. Playoff-Spiele gleich K.O.-Spiele. Bei dem ersten Viertelfinalspiel Blomberg-Lippe gegen den THC wurde diese Regel ernst genommen. Die Zuschauer in der Ulmhalle sahen ein kampfbetontes Spiel, bei dem bis auf Katja Langheit, die sich beim Training verletzte, alle Spielerinnen topfit waren. Es dauerte keine 22 Sekunden und Kerstin Wohlbold saß dank einer Zeitstrafe schon wieder auf der Bank. Keine zwei Minuten später trat Katrin Engel zum ersten von 6-7 Metern an und traf zum 1-0 für den THC. Eine weitere Minute später durfte dann auch Blomberg an die 7-Meter-Linie und auch Sabrina Richter verwandelte den ersten von 12 Strafwürfen. Ansonsten verlief die erste Halbzeit wie erwartet. Die favorisierten Erfurterinnen führten über die gesamten 30 Minuten, zeitweise sogar mit 4 Toren Vorsprung. Erst zur Halbzeitpause konnten die Gastgeberinnen noch auf 10-12 verkürzen. Nach dem Seitenwechsel war dann wieder der THC erfolgreicher. Innerhalb von 9 Minuten verschafften sich die Gäste einen Vorsprung von 7 Toren und führten mit 20-13. Nachdem die Blombergerinnen ihren Schock über dieses temporeiche Spiel der Erfurterin überwunden hatten, fanden sie zurück ins Spiel und konnten in der 42. Minute mit 3 Toren in Folge wieder auf 16-20 verkürzen. Nun war es der THC, der ein wenig den Faden verlor. Sie blieben bis zur 50. Minute ohne Tor und die Gastgeberin trafen zum 20-21. Zum Schluss wurde es dann noch einmal richtig turbulent, die Emotionen kochten hoch und nicht nur Blombergs Manager Harald Wallbaum hatte für 2 Minuten Pause, auch Herbert Müller erhielt eine Zeitstrafe. Am Ende ist es dann Annika Leppert, die den letzten 7 Meter des Spiels zum Endstand von 25-25 verwandelt. Sowohl Katrin Engel als auch Sabrina Richter waren mit 8 Treffern erfolgreichste Werferinnen ihrer Teams. Vor einer Woche die Niederlage in Sindelfingen, jetzt ein Unentschieden in Blomberg. Gerät der souveräne Hauptrundensieger auf der Zielgerade tatsächlich ins Straucheln? Wir dürfen gespannt sein auf das Rückspiel am kommenden Samstag. Wer auch immer sich dann in der Salzer Halle durchsetzen mag, er trifft im Halbfinale auf den Sieger der Duelle zwischen Oldenburg und Leverkusen. Diese beiden Mannschaften standen sich am Wochenende, wie schon in der Vorwoche, in der EWE Arena in Oldenburg gegenüber. Damals trat das Sportliche allerdings aufgrund der Zukunftssorgen des VfL nahezu vollständig in den Hintergrund. Diese Sorgen sind zwar noch keineswegs ausgeräumt, der VfL hat aber fristgerecht eine Lizenz für die erste Liga beantragt, welche er nach Rücksprache mit der HBF auch noch straffrei bis zum 30. April in eine Lizenz für die zweite Liga umwandeln könnte. Zudem sind wohl die meisten Spielerinnen zu teils erheblichen Gehaltseinbußen bereit, sodass der VfL im Falle einer Rettung auch mit dem jetzigen Kader planen könnte. Dieser Kader spielt bekanntlich attraktiven Tempohandball, genauso wie der der Elfen aus Leverkusen. Freuen wir uns also jetzt auf deren Viertelfinalauftakt. Einen überaus rasanten Start legten die Kontrahenten Oldenburg und Leverkusen an den Tag. Die knapp 1000 Zuschauer sahen zwei gleichwertige Mannschaften, die sich nichts schenkten und einen Tempohandball spielten, dass einem die Spucke wegbleiben konnte. Nach 4 Minuten stand es bereits 3-3. Beide Teams versuchten mit einer aggressiven Deckung zu Tempogegenstößen zu kommen. Das Spiel also sehr kampfbetont und von vielen Körperkontakten geprägt. Die Elfen, bis auf Egger und Krüger in Bestbesetzung angereist, standen dabei etwas sicherer in der Abwehr und konnten sich auf eine meisterlich parierende Clara Woltering verlassen. 15-16 der Halbzeitstand. Auch in Hälfte 2 war das Spiel zunächst sehr ausgeglichen. Leverkusen konnte sich zwar bis zur 36. Minute auf 22-19 absetzen, aber die Gastgeber wendeten das Blatt noch einmal. 5 Tore in Folge brachten den VfL in Führung zum 24-22. Renate Wolf nahm die Auszeit. Und diese sollte Früchte tragen.
In einer spannenden Schlussphase gewinnen die Elfen wieder die Oberhand und Anna Lörper mit 9 Treffern, beste Werferin des Spiels, besiegelt mit dem 27:29 den hart erkämpften Sieg für Leverkusen. Auch hier ist also noch nicht im geringsten eine Vorentscheidung gefallen, sodass wir uns auf ein spannendes Rückspiel in Leverkusen freuen können. Mit Spannung wurde auch die Partie zwischen Sindelfingen und Leipzig erwartet. Schon in der Hauptrunde konnte sich der HCL in der Sommerhofenhalle nur ganz knapp mit 27:26 durchsetzen. Zudem waren die Leipzigerinnen sicher durch den Sindelfinger Sieg über Thüringen gewarnt, welchen der VfL übrigens noch ohne Maren Baumbach erringen konnte, die jetzt wieder mit von der Partie sein sollte. Und Sindelfingen konnte an die guten Leistungen aus den letzten Spielen anknüpfen. Durch eine starke Abwehrarbeit und einer treffsicheren Marielle Bohm mit 9 Treffern beste Werferin konnte Sindelfingen dem deutschen Meister lange Zeit Paroli bieten. Mit einer 3:0-Führung erwischte der VfL zudem den besseren Start, während Leipzig noch den verletzungsbedingten Ausfall von Carolina Kudlatsch zu verarbeiten schien. Bis zur 15. Minute hatte sich das aber gelegt und Leipzig fand über eine gute Abwehrarbeit und dem schnellen Konterspiel von Luise Lüxburg ins Spiel. In der 17. Minute traf Anne Müller dann zur ersten Führung für den HCL. Von da an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der sich keine der beiden Mannschaften deutlich absetzen konnte. Und so ging es mit einer knappen 9:8 Führung für den VfL in die Pause. Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte dann der HCL. Mit einem Doppelschlag von Anja Rösler, die auch letztlich beste Werferin wurde, lagen sie wieder mit 10:9 vorn. Danach wechselte die Führung wieder munter hin und her und erst Mitte der zweiten Halbzeit gelang es Leipzig, sich das erste Mal mit 3 Toren abzusetzen. Aber auch dieser Vorsprung währte nicht lang, Sindelfingen traf 4-mal in Folge und ging wieder mit 19:18 in Front. Die Entscheidung fiel erst in den letzten Minuten. Sindelfingens Top-Torjägerin Marielle Bohm musste für 2 Minuten auf die Bank und so konnte sich Leipzig noch einmal mit 3 Toren absetzen und das Spiel mit 22:25 gewinnen. Und noch 2 personelle Neuigkeiten vom VfL Sindelfingen. Iris Katharius wird den Verein zum Ende der Saison verlassen. Dafür wechselt Anita Herr von Frischhoff Göppingen zum VfL. Der HCL geht also mit 3 Toren Vorsprung ins Rückspiel, kann sich aber noch nicht sicher im Halbfinale wähnen. Sollte er dieses erreichen, trifft er dort auf Frankfurt oder Buxtehude. Diese beiden Teams standen sich am Wochenende in Frankfurt im 4. Viertelfinal-Hinspiel gegenüber. Schon im Vorfeld zeigte sich Frankfurts Trainer Dietmar Schmidt erfreut, Buxtehude als Gegner zu haben. Und dies dürfte nach dem Schlusspfiff kaum anders gewesen sein. Was für ein Sieg der Frauen vom Frankfurter Handballclub in heimischer Halle. Ein grandioser Endstand von 30:22 gegen den Tabellendritten Buxtehude SV war schon ein Grund, in wahren Freudentaumel zu geraten. Ja, auf jeden Fall. Also 8 Tore ist echt schon eine Marke. Jetzt müssen wir so rangehen, jetzt haben wir irgendwie mit einem Tor verloren, also damit halt da nicht irgendwie der Schlendrian reinkommt. Schon von Anfang an zeigten die Gastgeberinnen aus Frankfurt oder das bessere Händchen für den Ball. Ein Spielstand von 4:0 nach nur 6 Minuten heizte den 945 Zuschauern in der Brandenburghalle schon von Spielbeginn an gehörig an. Die Gäste aus Buxtehude hatten nicht wirklich die Möglichkeit aufzuholen. Mit einem Torstand von 15:9 und somit 6 Toren Vorsprung konnten die Frankfurterinnen entspannt in die Pause gehen. Super, kann ich dazu nur sagen. Abwehr und Torhüter haben super zusammengespielt. Ich denke, da haben wir auch den Grundstein gelegt für den Sieg. Ich denke, sie wussten teilweise nicht, was sie machen sollten und wir konnten unser Spiel einfach durchziehen, wie wir uns das vorgenommen haben. Auch nach der Pause zeigte der FHC wieder ein besseres Spiel. Basierend auf einer konzentrierten Abwehr, einem schnellen Angriff und vor allem einer brillanten Torhüterin gelang den Gastgeberinnen ein starkes Spiel. Die Bälle der Buxtehuder Mädchen hatten kaum eine Chance, an der menschlichen Tormauer Melanie Herrmann vorbeizukommen. Ja, es war ganz vernünftig, glaube ich, aber es gibt halt immer ein paar Sachen, mit denen ich trotzdem noch unzufrieden bin und da kann man auch dran arbeiten, aber an sich bin ich schon ganz zufrieden. Aber wir haben Melanie Herrmann von der ersten Sekunde an hier richtig warm geworfen und das darf man gegen so eine Mannschaft wie Frankfurt nicht machen, dann sind die 8 Tore auch berechtigt. Bis zum Spielende zeigten die Spielerinnen vom FHC eindeutig die besseren Leistungen auf dem Feld.
Die Fans kamen aus dem Feiern kaum heraus. Mit einem Endstand von 30-22 und 8 Toren Vorsprung hatten die Frankfurterinnen am Ende allen Grund zur ausgelassenen Freude. Das war eine super Leistung von der ersten Sekunde an. Insbesondere die Abwehrarbeit war hervorragend. Und man hat ja gesehen, Dirk hat nach fast 5 Minuten seine Auszeit genommen. Ich denke, wir haben sie da schon so beeindruckt, dass am Ende auch so ein Ergebnis zustande kommt. Und trotzdem werden wir ganz konzentriert die Aufgabe angehen, um in Buxtehude zu bestehen. Wir wollen ins Halbfinale und ich denke, die Mädels haben das heute sehr deutlich demonstriert, dass das möglich ist. Ich denke, sie hatten eine sehr starke Torhüterin oder man kann auch sagen, wir haben auch sehr schlecht geworfen einfach. Ich denke, wir hatten wirklich 10 hundertprozentige und das haben sie immer bestraft. Also da sind sie einfach gut. Ich denke, wir sind an sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe, aber wenn wir so viele Chancen auslassen, das nützen die gnadenlos aus und dann sieht man eben, dass 8 Tore Rückstand auch drin ist. Mit diesem Sieg ist dem FAC ein großer Schritt in Richtung Playoff-Halbfinale gelungen. Im Rückspiel gilt es jetzt wieder alles zu geben. Den gerade ausgeblendeten 7 Meter hat Franziska Mietzner übrigens verworfen, dafür aber genauso wie ihre Teamkollegin Christine Bayer 9-mal aus dem Feld getroffen. Diese 18 Tore waren auch das große Plus gegenüber den Buxtehuderinnen, bei denen Janne Wode, Jana Stapelfeld, Jessica Oldenburg und Josephine Techer zusammen gerade mal auf insgesamt einen Treffer kamen. Diese magere Torausbeute konnten auch Isi Klein und Steffi Melbeck nicht kompensieren. Zwar warfen die beiden zusammen auch insgesamt stolze 15 Tore, dennoch wurden Randi Bülow und Kaya Schmeschke als Alternativen im Rückraum vermisst. Während Kaya Schmeschke aufgrund eines Kreuzbandanrisses in dieser Saison gar nicht mehr zum Einsatz kommen kann, dürfte Dirk Leun auf seine Spielmacherin wohl im Rückspiel wieder zurückgreifen können. Randi Bülow hatte nämlich lediglich wegen eines noch nicht ganz auskurierten Muskelfaserrisses in der Wade pausieren müssen und litt in Frankfurt von der Bank aus mit ihren Mitspielerinnen mit. Ob sie ihr Team im Rückspiel allerdings zu einem Sieg mit 9 Toren führen kann, das wird sich zeigen. Schauen wir uns die Ausgangslage und die Termine für die Rückspiele noch einmal in einer Übersicht an. Die HSG Blomberg-Lippe und der Thüringer AC gehen mit einem 25-25 in das Rückspiel am Samstag in der Salzerhalle. Etwas besser ist da die Ausgangsposition des HC Leipzig. Dieser liegt vor seinem Heimspiel gegen Sindelfingen mit 3 Toren vorn. Der FAC Frankfurt-Oder kann sogar auf einen 8-Tore-Vorsprung bauen, muss aber im Rückspiel am Sonntag auswärts in der Halle Nord in Buxtehude antreten. Aufgrund seines Europapokalspiels tritt der VfL Oldenburg bereits am Mittwoch bei den Elfen in Leverkusen an. Dort muss er für ein Weiterkommen ohne Rechnerei mit 3 Toren gewinnen. Das war's von den Viertelfinal-Hinspielen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wer in den Rückspielen den Einzug ins Halbfinale klargemacht hat, das zeigen wir euch am kommenden Montag. Klickt also wieder rein. Bis dahin, macht's gut.